Also ich bin der Marco, ich bin hier Geschäftsführer von Polana in New York City und bin hier für alles Mögliche zuständig. Ich bin mit einer Amerikanerin verheiratet und seit 2 Jahren hier in New York. Das ist also ein tolles Aushängeschild, hier in Manhattan zu sein. Immer wenn man im Ausland lebt, egal ob man jetzt Deutscher ist oder woher, man hat immer mal Heimweh. Es ist mir auch ganz wichtig, dass man hier eine gemütliche Atmosphäre schafft, wie man es auch in einem bayerischen Wirtshaus oder so kennt. Da gehört dann eben auch dazu, dass das Bier stimmt. Deswegen brauen wir das Bier hier auch selber. Also das ist wirklich, schmeckt wie zu Hause. Und deshalb finden auch schon viele Deutsche hierher, die hier in der Stadt leben. Die kommen wegen dem guten Essen, wegen der Atmosphäre. Da machen wir solche Sachen wie, hast du ja gesehen, am Sonntag den Tatort. So ein Stück Heimat hier reinbringen in die Stadt. Und man trifft nette, gleichgesinnte Leute halt. Oder die Fußballspiele. Ich würde super gerne ein paar Deutsche haben, die Kellnern oder an der Bar stehen oder auch nur am Hostessstand. Aber das geht halt nicht, weil sie halt keine Arbeitsgenehmigung kriegen hier. Und das ist hier einfach sehr restriktiv. Und da spielt es keine Rolle, ob du aus Deutschland, Schweden oder Guatemala kommst. Das ist für alle schwierig. Natürlich auch Mitarbeiter bei uns, die aus Ländern kommen, die jetzt ein bisschen Angst haben drum, weil um ihren Status, sind sie denn hier überhaupt noch willkommen, dürfen sie hier bleiben, dürfen sie hier weiter arbeiten. Ich bin nach wie vor sehr Deutschland verbunden. Ich mag Deutschland gern und München, meine Heimatstadt natürlich insbesondere, aber mir gefällt es hier in den USA auch gut. Und wenn sich eine Möglichkeit in Deutschland auftut, dann bin ich auch ganz schnell wieder zu Hause, wenn es sein muss.